Wir haben es fast 18 Uhr. Schaffe ich das bis zum Klaubereich der Briten? Das ist ungefähr bei Maike. Eine, zwei Stunden. Ich denke nicht, aber ich will es einfach mal probieren. Ich gehe von aus, es funktioniert nicht. Aber erst einmal, hallo allerseits und willkommen zurück bei GTA 5. Ich probiere es einfach. Mal gucken, ob es gut geht. Ich gebe jetzt einfach Stoff und das war's schon wieder mit bei allen. Ich weiß, wo ich hin muss. Den Weg finde ich auf jeden Fall. Ist die Frage, komme ich noch rechtzeitig an, bevor es zu dunkel ist? Die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht klappt, ist höher, als dass es klappt. Aber ich will es einfach mal probieren. Ist ein Rennen gegen die Tageszeit. Vorsicht, wo sie da langfahren, ist gefährlich. Bitte hier keine blöde Unebenheiten. Unebenheit auf der Fahrbahn. Oh, bleib hier, Autoschen. Uiuiui. Nein. Aua. Ich bin Thomas. Oh, schon halb. Ich muss einfach nur zu Michael. Die Sonne steht schon tief. Hab noch ein ganzes Stück vor mir. Heizen. Bums, wer parkt denn da? Na, jetzt bremst er da. Diese Spritzeflasche da oben, diese Pseudo-Sprite. Oh, hier, euch hätte ich gerne mehr Aufmerksamkeit geschenkt, aber ich heb schon wieder ab. Ich muss weiterfahren. Tut mir herzlich leid, liebe Motorradfahrer. Download-Mini-Karte sind mir schon ganz nah. Eieieiei. Ich schaff das noch rechtzeitig. Ganz sicher. Ich bin... Oh, Entschuldigung. Ich hab's eilig. Bin gleich da. Nein, wenn das jetzt verschwindet. 6 Minuten, wenn das stimmt. So, bin da. Wohin? Golf spielen? Ein Golfspieler? Ich fahre nur außen rum. Scheint auf dem Golfplatz zu sein. Wo ist da der dicke Eingang? Auch Golfplatz. Ich habe mir nie so genau hingeschaut, wo hier der Eingang ist. Womöglich hier. Kann ich aber nicht hochfahren. Alles zu. Hier ging er es rein. Ich bringe mein eigenes Golfcaddy mit. Nein, ah doch. Ich stehe den Golfschläger von Mark Fostenberg. Ist doch eine Anspielung an den Zuckerberg, oder? Hin. Oh, man sucht mich, weil ich... Ups, nackt bin? Nee, weil ich, glaube ich, auf dem Golfplatz gefahren bin, das nicht so cool ist. Ich will bloß den Golfschläger... Kacke, ich hätte das Auto nicht so weit wegparken sollen. Beziehungsweise ich hätte nicht... aussteigen sollen. Ach, der hat sie gerade... Oh. Nicht rausziehen. Aua. Nicht in den Mülleimer hauen. Aber das überleben wir nicht. Trevor ist tot. Okay, das war, glaube ich... War das schon bei GTA Vice City so, dass man nicht auf den Golfplatz fahren durfte? Ich darf es nochmal probieren und noch habe ich keinen Stern. Weil man uns noch nicht gesehen hat, hä? Genau, mit Schalldämpfer. Das sehen die doch von hier, dass ich auf die Ziele. Trevor ist auch voll in der Golferbekleidung unterwegs. Aber einmal angefangen, darf ich die Mission auch zu Ende anfangen. Hey, where do you think you're going? Wer fährt denn da weg? Hat er gerade Homo gesagt? Voll fies. Komm vor, wenn du vorkommst, dann kriegst du was ab. Weißt du was? Ich bin gleich tot. Hä? Ach, der ist abgehauen. Wollte schon sagen, er hat uns noch getroffen. Ich habe unten auf die Gesundheitsanzeige geschaut und da war nicht mehr viel über. Dann machen wir es halt erstmal anders. Wir bringen erstmal ihn um. Und zwar so.
Wir wollen bloß Golf spielen. Hey! Where do you think you're going? Ich könnte besser treffen. Jetzt gibt's wieder Sternchen. Der liegt doch, oder? Oh, ich würde mich auch eher hinlegen. Ja. Ja, weiß nicht, diese neue Schutzweste, die bietet nicht allzu viel Schutz. Die geht auch leider nicht bis über die Schulter. Von weit weg. Ich habe den, glaube ich, erwischt. Ich habe noch gar nicht ganz erkannt, wer das genau ist. Nochmal. Gibt's zwar sofort wieder Ärger. Aber hey. Okay, ich hab ihn erwischt. Polizei kommt, das ist mir bewusst. Aber erstmal etwas heilen. Krieg sonst ein Problem. Es scheint niemand mehr da zu sein, oder? Da hinten? Hab die alle niedergeballert. Jetzt muss ich halt noch irgendwie hier raus. Steht auch so in der Luft. Wie früher die GTA-Waffen. Also da hat er noch in der Hand gehabt. Oh. Gibt bloß den einen Ausgang, oder? Kann das sein? Fahre ich lieber mal nach links. Oh Gott, das Ding hat ja ein Untersteuern wie ein Hefeklos in der Badewanne. Bin ich danach besser als die bei diesem Gelände? Tucker, tucker, tucker. Eigentlich wollte ich unter anderen Vorzeichen. Ah, verloren. Was? Word up! I said it, Mrs. Thornhill. I persuaded Mark Faustenberg to donate one of his golf clubs to your Museum of Dysfunction. Oh, bravo! It will take pride of place on the wall above Jill von Krastenberg's pregnancy test. Speak to you soon! I love Americans. You're all so brash and uncomplicated. Achtung. Oh, du bremst. Das ist ein Auto, ein Auto. Hier habe ich ihn abgeschnitten. Und der Paar? Geht doch gar nicht. Ich habe gar nicht gespielt. Entschuldigung, ihr Auto gehört mir. Der sitzt drin. Wir kloppen erstmal die Scheibe auf. Hey, alles halb so wild. Wir sind unbewaffnet. So, habe ich wieder ein Auto. Oh, hier will ich nicht wieder rein. Okay, das ist jetzt vorbei. Okay, okay, schade. Das war jetzt mein nächster Punkt, den ich angehen wollte. Aber die verdünnen das Bier lieber. Soll ich trotzdem mal hinfahren? Sie sind gerade hin in der Ecke. Fremde und Freaks. Da hinten auch. Ach, und Kletos wäre da auch noch. Fahre ich erstmal zum Fragezeichen hinter uns. Wenn es jetzt eh dauert, bis die nächste Henhouse-Mission ist. Und überhaupt? Und Tilly? Jetzt fahre ich wieder über den ganzen Golf, um den ganzen Golfplatz herum. Was machen sie denn? Sind die bescheuert? Das kann man doch nicht einfach so vor die Karre fahren. Es ist ganz schön viel Verkehr in der Stadt. Also teilweise echt ganz schön viel. Na, ich habe auch die Verkehrsdichte auf Maximum. Hoi. Gut geparkt. Wo muss ich genau hin? Okay. Achtung. Oh, von dem Hochhaus Fallschirm springen, wie es scheint. Ist auf der anderen Seite des Golfplatzes gewesen. Und ist es immer noch. Tennisplatz Michael. Auch gar nicht weit weg. Oh Gott, mit der Kirche haben wir jetzt was zu tun. Wieso gehen wir denn nicht auf der anderen Seite raus? Sieht hier zugeklemmt? Pack doch mal weg. Hä? Ne? Da hockt im Busch, oder? Ach, da an dem Tor. Okay. Hey, 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 hey!
Hey, think. Nice house, isn't it? You like it? I'm selling it. You want to buy it? I'm downsizing. No, I'm good. I used to sell houses like this all the time, okay? I sold dreams. I made lives meaningful. I'm not sure about that. Oh, but you like beautiful things, though, don't you? Sure. Well, I just happen to know the most beautiful woman. You want a bouncy bouncy? Josh. Josh Bernstein. Yeah. I'm the Josh Bernstein. Yeah, I never heard of you. Oh, well, I used to be a big deal once in real estate, and so I had my license taken away. My meal ticket. Where's the chick? I'll get to that. See, it's not really money that I'm after here. It's just a little something more awkward than that. Now, Lenny Avery. He was my best friend. And now, he has taken all of my clients. All of them. Do you think that you could take out all of his for sale signs? Das ist wieder so ein Sammelkram. That was easy. She's worth it, man. I love you. Wie viel? 50? 100? Wenn wir das geschafft haben? I love you. Lenny Avery. Wenn wir das geschafft haben, ist das eine echt beschissene Belohnung. Bestimmt nicht das, wofür man es hält. Finde und zerstöre alle Verkaufsschilder von Lenny Avery, die du im nördlichen Stadtgebiet findest. Also alles nehme ich mal an hier oben. In der noblen Ecke, die dicken Häuser. Ich verstehe immer noch nicht, warum der Mauszeiger hier nicht will. Aber ich glaube, das werde ich nie verstehen. Dann werden wir mal rüber nach Sandy Shores fahren. Denn hier unten gibt es für Trevor nichts mehr und ich fahre noch ein klein wenig mit Trevor herum. Ich will zumindest noch etwas mit Trevor spielen. Waren das die Schilder mit dieser Grinsebacke, die ich ja schon mal angesprochen habe? Wir sehen uns bestimmt nochmal, oder so habe ich da gesagt. Kann das sein? Ich kann mal, währenddessen ich hinter zu Sandy fahre. Warum gehen wir nicht da drüben rein? Klemmt doch, oder? Dann kann ich einfach mal auf Schilder achten. Jetzt geht die Tür wieder. Ich habe auch nicht neben einem Laternenpfahl geparkt oder so. Das ist komisch. Lenny Avery. Der Name kommt mir aber auch gerade nicht bekannt vor. Moment, ein Link. Bestimmt böse. Ups, nein. Naja. Hier geht eh nicht rein. You've reached Josh Bernstein Realty. I'm out making dreams come true right now. Leave a message and you could be next. Beep, 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 beep. Dann hat eine SMS geschickt, ne? Der Henhouse, der Josh. Wie komme ich auf den Link da? Zeug ist das. Eingabe ist anrufen. Wie komme ich auf dieses Internetzeichen da? Leertaste? Okay, ich muss nach Lila-Kram ausschalten, nehme ich mal an. Ein Haus zu kaufen ist was Besonderes, so wie Lenny Avery überhaupt nicht eingebildet. Seit über 20 Jahren die Nummer 1 für Immobilien. Träume sind Schäume, ich sage falsch. Und ich muss es wissen, denn Lenny Avery verkauft Träume, gemessen in Quadratmetern. Rufen Sie Lenny Avery noch heute an. Für 10% Courtage vermittel ich Ihnen den 100%igen Eindruck. Sie hätten ein faires und ehrliches Geschäft abgeschlossen. Gnadenlose Integrität, kreative Werbesprüche und eine tolle Frisur. Planschen Sie nicht im Haifischbecken, jagen Sie mit dem Silberfuchs. Fuchs mit PF. Klicken Sie rechts auf die Karte, um sich meine aktuellen Immobilienangebote anzusehen. Ah, da ist womöglich Schilder, hä? Da schauen wir mal nach. Da schaue ich mal direkt nach, ob da vor dem Haus ein Schild steht. Wenn ja, dann weiß ich, worauf ich achten könnte. Also. Oh Gott. Entschuldigung, da war eine Bodenwelle. Kein Grund, so rumzuhupen.
Mein Wagen ist eh bald im Eimer. Deswegen muss ich... Sie wollen jetzt nicht ernsthaft abhauen. Wollte jetzt schießen, aber haben keine Waffe draußen. Fährt die echt weiter? Wir fahren rüber noch zu Sandy Shores, deswegen baue ich einen Wagen, der noch fährt. Und passenderweise ist es gerade ein sehr schöner Wagen. Hey, pal. Ah! Hey Kumpel, Bugs. Diese blöde Sie aber auch. Achtung. Ja, Mensch. Knapper Kilometer noch. Lila leuchten. Ist das das Haus von der Bremsspur? Wie wird denn hier geparkt? Boah. Das war knapp. Jetzt bin ich mal gespannt, ob da ein Schild vor dem Haus steht. Ja, passt selbst auf. Ja, das Ding haben wir gesehen. Ich hätte aber nirgendwo ein Schild. Ich nehme an, es ist lila. Eigentlich würde ich ja so ein Schild direkt irgendwie im Garten in der Hecke vermuten. Vor der Hecke oder in der Hecke aufgestellt. Oder eben auf dem Hausdach, aber das ist so weit oben. Da würdest du nicht hingucken. Tiefgarage? Vielleicht da, wo der Haupteingang ist, vielleicht ein Schild? Nee. Nix da. Schade. Na, vielleicht bleibt der Name mir im Kopf und ich finde nochmal so ein Schild. Ich finde nochmal so ein Schild beim Vorbeifahren. Na gut. Dann fahre ich jetzt mal zu Kletos. Der wollte es aber spannend machen. Schalten? Schade. Hat nicht mehr gereicht. Gibt's Probleme auf der Schnellstraße? Diese abbiegen. Lucky miss! Ah, ich trudel in den Gegenverkehr. Schon wieder. Arschloch. Schöner Wagen. Ich mag das. Und das hier auch. Da ist ein Schild, aber das ist bloß ein Straßenschild. Ah, den hätte ich umfahren müssen sollen können. Ponte? Ja, Ponte. Oh, oh. Schild? Was für ein Schild? Ganz normal zum Verkaufen. Na gut. Ey! Voll fies. Wenn es so weitergeht, dann ist die Kokette auch gleich hinüber. Lila? Nee, rosa Plane. Im Dunkeln wird es schwieriger, solche Schilder zu sehen. Zählt das hier noch als nördlicher Stadtteil? Ich weiß es nicht. Boah, Verkehrsunfall ohne uns, okay? Sowas gibt's also auch. Unsere Lichter sind schon aus. Das ist ja blöd. Und smart. Ja, dem habe ich aber Angst gemacht, so wie er nicht reagiert hat. Keinen Spruch abgelassen mit... Oh, pass auf, wo du hinfährst. Guckte da auch nicht. Der war einfach erschrocken. So, jetzt heißt es wieder gerade fahren. Ist sie abgeräumt. Oh na, das war eng. Alle erwischt. Hab sogar den Motorradfahrer dafür sausen gelassen. Den nicht. Okay, doch. Der hat sich wiederum aufgeregt, da war was. Mist. Macht aber schon Spaß, hier die Straßen entlang zu düsen. Wenn man einen richtigen Untersatz hat, der auch schnell ist, ja,
jeden Fall. Ich hab den wieder nicht erwischt. Ey, was denn los? Ich sollte mir ernsthaft Gedanken machen. Dachte ich im ersten Moment, das wäre eine dicke Wand, eine Leitplanke. Aber nein. So, hier kommt nichts. Warum kommt hier nichts? Hier muss doch auch was stehen. Da hinten kommt gleich wieder ein Pfeiler. Beziehungsweise eine grüne Mittelinsel. Keiner hupt. Ah, da war... Jetzt habe ich gar nicht wahrgenommen. Oh nein! Nicht ins Wasser. Eieiei, das war ein richtig böser Unfall. Nichts passiert, wir können weiterfahren. Noch steht nichts quer, aber der Wagen verzieht schon stark nach rechts. Und in der Rechtskurve bleibt der vorderrechte Reifen stehen, okay. Ah. Nicht gut. Ob wir es noch bis zu einer Garage schaffen? Ich muss jetzt gleich erstmal ein Stück nach links. Sonst fahre ich hier die ganze Runde wieder zurück. Na, in Rechtskurve bleibt das Ding stehen. Bin schon vorbeigefahren. Stimmt, der war ja nicht bei Sandy Chance, der war ja dahinter. Aber hier war eine Garage hin, ne? Aber erstmal zu spät. Ich fahre jetzt erstmal hier hin. In der Hoffnung, dass ich nicht gleich wieder losdüsen muss. Was ist denn da unten los? Beleuchtetes Haus. Sieht aus wie so eine Weihnachtsbude. Da. Der Strandwagen. Hier ist zwar keine Parklücke, aber ich darf. Bräuchten vielleicht mal was zum Anziehen. Wir nehmen einfach seine Hose. Komm raus. There you are, Trevor. Ah, but ain't my favorite marksman, huh? How are you, Cletus? Fine and dandy, sir. You ready to hunt some elk? Trevor. Beat satellite dishes. Lead the way. Oh, here you go. Now, put this in your mouth. A bad day hunting still beats a good day working, my pa always used to say. Folge Cletus. Wir haben die beste Jagdausrüstung. What is this thing in my mouth? And why do I have the feeling I'm not the first person to use it? I'll explain that in a while. Let's start with the basics for now. Elk senses are razor sharp. If they see you or hear you, you'll spook them. And they'll bolt. You gotta move slowly and quietly. Oh, ich fass es nicht. Pass auf, Cletus. Ah, der erzählt davon, aber ich habe auch nichts gemacht. Ich habe die Hoffnung gehabt, er rennt bloß uns. Er rennt uns bloß an, aber nee, da war mehr dahinter. Nun gut, dann sehe ich gerade, die Folge hat Überlänge. Sowas aber auch. Na dann, passe ich mal in der nächsten Folge auf. Das war, glaube ich, kein Wapiti. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao, tschüss.